Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Eine großartige Kulisse in Rostock. 16.000 Fans sind gekommen für das Match Hansa Rostock gegen Wien Wiesbaden. Die Gäste in quietschgelb auf 4 Positionen verändert im Vergleich zum Match am letzten Sonntag. Unter anderem Manuel Schäffler nicht mit dabei, eher verletzungsbedingt draußen. Die Gastgeber genauso formiert wie beim 2:0 gegen Braunschweig. Alf Minze, der Linksverteidiger, einer der Neuen, auf Jeremias Lorch. Nach 13 Minuten heißt es 1:0 für Wien Wiesbaden. Andrist, der Torschütze, und der jubelt nicht. Stefan Andrist hat ja mal 2 Jahre in Rostock gespielt. Aus Respekt vor dieser Zeit fällt der Jubel schmal aus. 4 Minuten später Rostock mit dem Freistoß und Rostock mit dem Ausgleich. Pascal Breyer mit der ersten ernstzunehmenden Situation für die Gastgeber wickelt sich um Alf Minzel rum. Der weiß nicht mehr, wo er ist, schaut links über die Schulter, da entwischt ihm Breyer rechts. Und aus ganz kurzer Distanz, keine Abseitsposition, hat Breyer keine Probleme auf 1:1 zu stellen. Pavel Dotschev natürlich zufrieden mit diesem Zwischenstand und es sollte noch besser werden. Julian Riedel, der ist Innenverteidiger, mal mit einem ganz langen Schlag. Sascha Mockenhaupt eigentlich eher am Ball. Eigentlich, denn Königs stiehlt sich vorbei und kann den Ball in den Kasten hineinstecken. Erster Treffer für den Neuzugang aus Würzburg. Marco Königs gekommen. Aber eigentlich darf dieser Treffer nicht fallen. Mockenhaupt eher am Ball. Aber Königs stellt den Körper klug rein und kann den Ball dann über Kolke in den Kasten, in die Maschen hineinspitzen. 2:1 der Halbzeitstand. Die Fans im Stadion natürlich zufrieden. Und im zweiten Durchgang dauert es eine ganze Weile. Rostock im Verwaltungsmodus und das sollte sich rächen. Freistoß für Wien Wiesbaden. Niklas Schmidt geht zu Boden, allerdings bevor er getroffen wird von Kai Bülow. Den Freistoß, den gibt es trotzdem. Und Moritz Kuhn nimmt Maß. Und wie? Ausgleich in der 88. Spielminute. Rostock wähnte sich schon im Ziel, aber Kuhn hatte was dagegen. Johannes Gelios angewurzelt, dieser Ball nicht zu parieren. Schiedsrichter Heft schaut auf die Uhr. Es sind 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt worden und eine Pointe hatte das Spiel noch. Königs geht zu Boden, von Kolke berührt und der Schiedsrichter zeigt tatsächlich auf den Punkt. Wien Spieler außer sich. Kolke soll gar nichts gemacht haben. Und wir schauen mal ganz genau hin. Mockenhaupt mit der Kerze und Kolke berührt Königs und nicht den Ball. Er rempelt leicht. Eine ganz strittige Entscheidung. 50-50. Suko ist egal. Der Doppeltorschütze vom letzten Wochenende trifft zum umjubelten Siegtreffer. Und während die Fans noch jubeln, klärt Annette Sattler mit den Trainern mal die kniffligste Szene dieses Spiels. Genau, da sehen wir es noch mal ein bisschen im Detail. Ja, kann man schon gehen. So. Schubst ihn von hinten mit voller Wucht. Marco stellt seinen Körper gut rein. Also normalerweise kann man geben. Ich bin dafür, dass solche Sachen nirgends gepfiffen werden. Weder im 16er noch hinten. Das muss irgendwann mal aufhören, dieses einfache Hinfallen bei einer Berührung. Also wenn Königs deswegen hinfallen muss, ja, dann hat er im Fußball nichts verloren. Was am Ende aber nichts daran ändert, dass die Punkte in Rostock bleiben. Am Samstag geht es für beide Mannschaften weiter. Hansa dann in Unterhaching und Wien bekommt zu Hause Eintracht Braunschweig vor die Brust.